Johannes Evangelium, Kapitel 12. Johannes Evangelium, Kapitel 12, die ersten 10 Verse. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der Verstorbene, welchen er auferweckt hat von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Maria diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde voll von Geruch des Salböls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und beiseite schaffte, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lasst sie in Ruhe. Solches hat sie behalten für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Volksmenge aus den Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht um Jesus willen allein, sondern dass sie auch Lazarus sahen, welchen er von den Toten auferweckt hatte. Aber die Hohepriester trachteten danach, dass sie auch Lazarus töteten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Diese Geschichte passt von der Zeit aus ziemlich rein, auch jetzt in die Passion. Und es gibt hier 4 Gruppen Leute, die an diesem Fest teilhaben. Es gibt einige, die aus Dankbarkeit ein Fest veranstalten, um den, der ihren Trauer, ihren Schmerz gelindert hat, verändert hat in Freude, zu feiern, groß zu machen, noch einmal auf den zu hören. Es gibt eine Gruppe Menschen, die während dieses Festes ganz besonders ihre Dankbarkeit Gott emporbringen. Und zwar, das ist die Maria. Und es gibt einige, die während dieses Festes aus Neugier gekommen sind. Und die anderen möchten auch teilhaftig werden dessen, was da geschehen ist. Viele haben einiges gehört. Und weil es kurz vor Passa ist, ist Jerusalem höchstwahrscheinlich von einigen da, die in Voraus gehen, um sich Plätze zu reservieren zum großen Fest. Nämlich, wir lesen, dass es war ein großes Fest, nämlich das Passa fiel auf den Sabbat und dann war das ein großes Passa. Und hier in diesem Saal treffen sich diese Leute. Und die kurze Beschreibung ist: Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Und irgendwie früher ist mir nie aufgefallen, dass die Handlung des 11. Kapitels und diese Handlung so ganz nah zueinander liegen. Nämlich im 11. Kapitel geht es um die Auferstehung Lazarus. Und da sind auch diese 2 Frauen erwähnt und die finden wir in allen 4 Evangelium. Zwar hat Lukas noch einmal eine Begebenheit, die nicht ganz mit dieser identisch ist, weil höchstwahrscheinlich die öfters mal
sich getroffen haben, diese Familie, und einen Bezug zu Jesus hatten. Nämlich im 11. Kapitel lesen wir, dass sie Freunde waren, sie waren befreundet und Jesus öfters mal, weil die Schwestern, als sie zu Jesus sandten, sagen sie, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Das heißt, da ist eine innige Beziehung und sie waren öfters beisammen. Und deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Unterschied. Aber Martha diente und Maria macht eine Handlung, die eigentlich zu der Zeit nicht im Konzept reinpasst. Erstmal, das ist ein Fest und die Frauen waren eigentlich am Fest für sich immer bei den Juden. Und sie kommt in diese Mitte, wo der sitzt, an dem die Ehre erwiesen wird. Und sie öffnet ihre Haare, holt die Flasche heraus. Und hier wird gerade beschrieben, kostbare Nardenöl, andere sagen echte Nardenöl, praktisch nichts Gefälschtes, ein Produkt, der wertvoll ist, der seine Bedeutung hat, und gießt das nicht auf das Haupt, auf die Füße. Und ich denke, da gibt es eine Parallele zu dem, wo Johannes, der Täufer, das erste Mal Jesus trifft, sagt er, ich bin nicht wert, die Sandalen oder die Schuhriemen deiner Sandale zu berühren. Sie gießt das Öl auf die Füße Jesu und trocknet es mit ihren Haaren. Und ich denke, nach dieser Prozedur, Haare schmücken die Frauen, das sehen wir, wissen wir, das ist eigentlich ein Schmuckstück für die Frauen. Und wenn die voll Öl sind, ich glaube, sehr wenige werden gefallen an diesem Haben. Sie nimmt nicht ein Tuch, sie nimmt ihre Haare, ihren Schmuck und wischt damit die Füße ihres Herrn, der ihr in ihrem Leben ihre Wünsche erfüllt hat. Diese zwei Frauen sind sehr unterschiedlich. Martha, ihr Name bedeutet Herrin, und wir sehen in den Evangelien, wenn sie sich trifft, das ist eine sehr selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Und gerade im 11. Kapitel treffen wir auch das. Sie kommt zu Jesus, sie geht ihm entgegen, als Jesus kommt, gerade um Lazarus zu erwecken, kommt sie ihm entgegen und sie sagt ihm einen Satz, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ein sehr guter Satz. Und dann sagt Jesus ihr, oder im gleichen Zug sagt sie ihm auch, aber du kannst auch, wenn du willst. Und Jesus sagt ihr, ich bin das Auferstehung und das Leben. Und dein Bruder wird auferweckt. Und sie sagt ihm, sie weiß ganz genau, ja, ja, an der Auferstehung der Toten. Sie glaubt nicht, dass Jesus das jetzt kann machen, erfüllen. Sie ist bewusst. Sie kennt die Schrift. Sie kennt was von der Auferstehung der Toten. Und sie sagt, ja, es wird passieren. Aber Maria kommt zu Jesus nur auf den Befehl oder auf den Ruf, wo sie persönlich gerufen wird zu ihm. Und sie sagt genau die gleichen Worte. Wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber damit es auch aus, Jesus sieht ihre Haltung, ihre Trauer und wird innerlich bewegt. Die sind zwar gleich oder haben die gleiche Erziehung, leben in einem Haushalt, aber sind von Natur aus verschiedene Menschen, verschiedene Personen. Und in Lukas Evangelium, als Lukas diese beschreibt, da beschreibt er, dass Martha sich beschwert bei Jesus und sagt, Herr, liegt dir nichts daran, dass sie hier sitzt und ich
so viel machen muss. Und Jesus sagt, sie hat das bessere Teil erwischt oder erwählt. Und ich denke sehr oft bei unseren Feiern, suchen wir wahrscheinlich das Verkehrte. Das bessere Teil, meinte Jesus hier, war das Sitzen bei seinen Füßen, das Hören seiner Worte und das Glauben seinem Worte. Nicht dem, was die anderen denken, sondern dass Gott oder Jesus imstande ist, die Situation zu verändern. Und nämlich gerade im 11. Kapitel, da lesen wir auch, als Jesus befiehlt, den Stein wegzuwälzen vom Grabe, da sagt Martha, lasst ihn liegen. 4 Tage ist schon her, er stinkt schon. Den Stein nicht abwälzen. Sehen wir, sie hat in ihrem Denken, in ihrem Wesen schon einen fertigen Plan. Mein Bruder wird irgendwann auch verstehen, die Tatsache ist geschehen. Sie kann es nicht glauben, dass es jetzt und gleich passieren wird, wo ihre Schwester zurückhaltend ist und den Herrn handeln lässt. Wir sehen hier noch eine andere Gruppe von Leuten, die genau das Gleiche erleben. Die sehen diese Feier, die wissen, worum es geht. Es geht um Jesus. Er wird hier gesalbt und Salbung war im Volke Israel immer eine Hochachtung. Und dieser Mensch, der 3,5 Jahre auch mit Jesus zusammen gewandelt hat, bemängelt das, was da geschehen ist, diese Ehrung, Würdigung von Jesus und bringt auch gute Gründe hervor. Man könnte das den Armen geben. Wir sehen hier, es ist ein großes Wert hat, dieses Öl. Man konnte vieles tun. Rein rechnerisch, wenn man das nimmt aus den Gleichnissen, wie wir die in dem Evangelium finden, ist das ein Tageslohn, ein Dinar ist ein Tageslohn, sind 300, ist ein volles Jahreseinkommen und man könnte den gar nichts mal ausgeben. Das heißt, man müsste viele Jahre zu sparen als normaler Arbeiter, um auf dieses Wert zu kommen, um dieses zu kaufen können. Und es wird einfach so auf die Füße gegossen und er empört sich und es werden auch andere mitgerissen. Und Jesus muss sie beschwichtigen und sagen, lass sie in Ruhe. Solches hat sie behalten für den Tag meines Begräbnisses. In dem anderen Evangelium sagt Jesus noch dazu, es wird an sie gedacht, überall, wo dieses Evangelium gepredigt wird, an Maria, was sie getan hat für ihn, an diese Ehrung oder an diese Achtung Jesu wird gesprochen werden. Nämlich der gute Vorwand, wir könnten auch den Armen, wir könnten den anderen was geben, war hier zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Stelle, weil es um die Ehre, um die Erhöhung Gottes war und die Armen, sagt Jesus, habt ihr alle Zeit. Und dann gibt es die 4. Gruppe der Leute, die kamen und möchten teilhaftig werden. Und ich denke, während dieser Feier haben einige den Entschluss gefasst, wir werden diesen Lehrer, diesen folgen und die anderen haben den Entschluss gefasst, er, das heißt Jesus und Lazarus müssen aufgeräumt werden. Sie passen uns nicht. Und so liegt uns eigentlich jeden Tag oder jede Stunde, wir müssen wählen, wir dürfen uns entscheiden, was machen wir. Dienen wir, um das Fest gut, schön zu machen
und sehen nicht mal das, den Grund, warum dieses Fest da ist. Maria erkannte, hier ist die Gelegenheit, sie kann ihren Herrn, ihren Meister groß machen. Sie bringt alles oder vieles, was sie hatte, zu seinen Füßen. Sie achtet nicht auf ihr Aussehen, auf das, was die anderen über sie sprechen werden. Sie möchte ihn groß machen. Und dann gibt es Leute, die sie daran stoßen und Leute, die Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die weit davon sind, um Leben zu geben, wie es bei Lazarus war. Jesus hat ihm das Leben gegeben und dafür muss der, dem das Leben gegeben ist und dem, der das Leben gibt, aufgeräumt werden. Und ich denke, wir können uns freuen, dass wir stehen in diesem Abschnitt gerade, wo wir gedenken werden, dass Jesus gestorben ist. Er hat sein Leben hingegeben, auf das wir leben. Und warum ich auf diesen Text kam, in die letzte Zeit, durfte ich zwei Ereignisse erleben. Ich durfte auf einer Hochzeit sein und auf einen Abschied, auf die Beerdigung waren wir nicht persönlich, aber so nachvollziehen. Und es war erstmal die Hochzeit, die christlich ist, war, sollte sein. Weiß ich nicht, wie man das richtig nennen sollte. Aber der Einstieg zu dieser Hochzeit war so, wir dürften uns freuen und wir werden eine Trauung feiern. Und nach der Trauung wird der Bierwagen aufgemacht und passt auf, dass ihr euch nicht besauft. Wir werden tanzen und singen ein bisschen. Und dann gab es den Abschied von meiner Schwägerin. Und sie war eine Frau, die nie aufgefallen ist. Sie war eine Frau, die auch nicht viel auf Prunk Acht gegeben hat, auf Schmuck, hat neun Kinder geboren. Und die Zeugnisse, die gefallen sind, da gibt es viele, viele Leute, denen die mitgeholfen hat. Der hat Kranke besucht, hat sich um notleidende Familien in Kasachstan gekümmert, Ukrainer, wo die Leute sie persönlich kennen, und viele Zeugnisse über ihren Dienst. Was wird das Zeugnis über mein und dein Leben sein? Lasst uns feiern, trinken und lustig sein. Oder wird das Zeugnis sein, er liebte seinen Herrn? Wie wird er noch? Herr Jesu, habe Dank, dass du gekommen bist in diese Welt. Du hast den Himmel verlassen, die Herrlichkeit, die du bei deinem Vater hattest, und wurdest Mensch, Mensch wie wir. Nach deinem äußeren Erscheinen, aber du bliebst immer noch Gott, weil du keine Sünde hattest.
und der Teufel konnte in dir nichts finden. Hab Dank, dass du auch den Tod überwunden hast, indem du freiwillig für unsere Sünden gestorben bist. Habe Dank, dass wir wieder in dieser Zeit, Passionszeit stehen, wo wir gedenken möchten, was du für uns getan hast. Gib, dass wir unser Leben neu überprüfen, unseren Stand vor dir und von deinem Geist geführt und geleitet, dich verherrlichen in unserem Alltag, dass dein Name könnte hoch gepriesen werden, schon jetzt auf dieser Erde, aber auch, dass wir einstens in der Ewigkeit bei deinem Mahle könnten dabei sein. Ich bitte dich um Gnade, segne uns im Nachdenken. Amen.